Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
Oh,
Thank you.
Und nicht abgeholt. He? Was schießt so aus? Da wär's. Wo laufen wir überhaupt? Wo wir das letzte Mal sind, in der Schweizmeisterschaft. Überall. Ja, ich bin wieder dran. Ich bin durch den Stadtrat. Und wir sind eigentlich jetzt nur noch Buchtaler, die hier stehen. Wir haben jetzt Folgendes beschlossen. Wir würden die Stadt ablaufen, über den Munot, hinten rauf und würden schauen, dass wir zwischen ihnen noch etwas trinken können. Und dann nachher um 5:30 Busendstation, würden wir noch Schlaufen machen mit Tambour und Fahnendelegation und würden dann nachher auf den Lindenplatz runter. Und dort gäbe es eine kleine Begrüßung. Es gäbe dann Bekanntgabe von den Resultaten und anschliessend den Rundrunk in der Linde.
Ganz speziell möchte ich die begrüßen, die aktiv in irgendeiner Form in Bern dabei gewesen sind. Es ist das einmal die Volleyballmannschaft, wenn ich bei den Frauen anfangen darf. Sie waren letzte Woche schon dran, sind aber glaub, fast vollzählig jetzt hier zum Empfang erschienen. Dann ist es das Gymnastikzentrum Schaffhausen, das ich auch möchte erwähnen möchte. Es ist allerdings kein fester Buchtalerverein, trainiert aber im Buchtaler. Und sehr viele Akteure sind Buchtaler Jugendliche. Ich möchte auch denen danken, die als Kampfrichter im Einsatz waren. Auch das hat es gehabt. Sie haben auch sicher eine schwere Aufgabe gehabt. Und ich habe mich eigentlich gefreut, wo heute Mittag, wo ich auf dem Bahnhof dabei bin, dass man einen wunderschönen Empfang hat mit diesen Turnvereinen aus der Stadt. Und wir haben dann mit dem Küschig müssen zur Kenntnis nehmen, dass nichts organisiert war. Aber ich glaube, das hat uns an der Laune keinen Abbruch gegeben. Wir sind dann. Und Kampfrichter musste studieren und es hat etwas Einmaliges gegeben in der Geschichte von Turnverein Burgdalen. Wir haben den Rechtswettkampf mit der Maximalnote 30 abgeschlossen. Wirklich 120 Punkte. Und das war gleichbedeutend mit dem vierten Rang von 176 Punkten. Es steht nun bereit, der Turnverein Buchtalen unter der Leitung von Stefan Schmocker. Das war die Vorführung.
fand die gute Leistung des Turnvereins Buchtalen am Reck. Die gute Leistung des Turnvereins Buchtalen am Reck.
Thank you.